Mein Buch Brunnenstraße handelt von der Kindheit. Es handelt von einer kleinen Familie, die aufgrund einer schweren Erkrankung des Vaters zerbricht. Es handelt davon, wie ein kleines Mädchen in der Altersspanne 8. bis 14. Lebensjahr mit der Erkrankung umgeht, mit der Schuld, nicht genug für die Familie tun zu können, nicht genug funktionieren zu können. Es geht im Grunde genommen um die Schuld, die sich bei Kindern häufig einstellt, wenn etwas in einer Familie nicht rund läuft. Es ist ein autofiktionaler Roman, das kleine Mädchen bin ich. Und es ist ein trauriges Buch, aber ich glaube, es gibt auch vielen Menschen, die immer noch mit einem Schuldgefühl aus der Kindheit zu kämpfen haben, neue Kraft. Danke.